Medienrummel an der Uni Bonn. Peter Scholze hat in diesem Jahr eine der begehrten Fields-Medaillen bekommen, eine Art Nobelpreis der Mathematik. Eine unglaubliche Ehre sei das für ihn, sagt er. Was genau er aber macht, das kann der 30-jährige Professor und Doktor selbst Experten nur schwer erklären. Ich habe ja teilweise schon Probleme, das meinen Mathematikerkollegen wirklich nahezubringen. Erklärungsversuche gibt es von anderer Seite. Ja, er forscht an den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, an den ganzen Zahlen, aber er wendet extrem komplizierte Methoden an. Er hat es geschafft, die Sachen, die man sich natürlicherweise vorstellt, Krümmung oder Durchmesser im normalen Raum zu übertragen auf diese sogenannten p-adischen Räume oder perfektoiden Räume und dann Anwendungen auf die ganz normalen Zahlen zu finden. In Scholzes Leben gibt es aber auch noch andere Themen, die Fußball-WM zum Beispiel. Mathe habe ihm schon in der Grundschule einfach Spaß gemacht, sagt er. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich eine sehr normale Kindheit hatte. Also ich habe zum Beispiel keine Klassen übersprungen. Ich bin in Berlin 6 Jahre zur Grundschule gegangen. Wahrscheinlich haben mich meine Eltern schon ein bisschen gefördert. Ich meine, meine Eltern sind beides Naturwissenschaftler. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt will ich erstmal bald ein bisschen Urlaub machen und dann will ich eigentlich zurück an die Forschung gehen. Ja.